Ihr wollt wissen, warum ich hier schon wieder Schienen ziehe? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, ihr fragt euch sicher, warum ich jetzt hier stehe bei unserer ganzen Fabrik. Weil das Hin- und Herfahren, hierhin, also von da hierhin fliegen, um dann mit dem Zug nach da zu fahren, um Sachen zu holen. Gib mir mal einen Sack. Also habe ich mir gedacht, wir bauen uns wieder eine Brücke. Und zwar schön in diese Richtung. Drei breit. Und setzen uns am Ende ein Anhöfchen hin. Hm, vielleicht nicht ganz so schön wie hier. Wir machen das einfach. Wo haben wir es? Wo sind Schienen? Schienen. So, setzen das da dran. Hier schön geradeaus an dem Äumel da vorbei. Oder bis zu dem Äumel erstmal. Genau so. Hier. Auch bis dahin. Ja, müssen wir gucken. Da haben wir Ja, ich muss da nochmal entsprechende Signale dran. Aber dann kann der Zug hier schön geradeaus durchfahren. Und wir können uns da unten einen Bahnhof hinsetzen. Genau. Einmal hier runter. Und dann haben wir unser Material da unten. Dann immer kriegen. Das ist dann halt auch nur ein temporärer, aber Mensch, wir haben Züge, warum nutzen wir sie nicht? Alternative wäre natürlich gewesen, den Zug irgendwie da oben abfangen, darüber leiten und dann hinten direkt in den Bahnhof rein. Da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber habe mir gedacht, nein, machen wir nicht. Jetzt hier durchs Gebüsch. So, wie gesagt, der wird auch zwischendurch dann wieder abgebaut. Wenn wir soweit sind, alles am Material da haben. Wir müssen diese Platte da unten erreichen. Wenn wir den da hinten umsetzen, ist gar nicht so schlecht. Können wir ihn vielleicht sogar lassen. Das heißt, wir machen jetzt hier die funktionieren nicht. Das ist dem zu steil und er sagt, will ich nicht. Die gehen aber, oder mache ich's. Das ist jetzt natürlich ein schönes Spiel. Wie weit komme ich damit? Wenn ich mir das mal so vom Winkel her angucke. Okay, das ging natürlich weit, weit drüber hinaus, würde ich behaupten. Ne? Nee, wir nehmen uns diesen hier. 10 ist gut. So. Sag mal. Dahin. Jetzt können wir uns aber trotzdem schon mal die Schiene ranholen, weil die ist auf jeden Fall hier vorne an der Kante nochmal wichtig, dass wir sie schön kriegen. So, Schiene. Lauf. Okay. Bis dahin. Verstehe dich manchmal nicht. Ja, komm, dann mach dahin. Du gehst dahin, du musst da jetzt ein Stückchen kürzer sein. Den Zug? Nehmen wir den direkt mit, oder? Nee, das ist doof. Machen wir nicht. Den lassen wir jetzt eben da oben stehen. So. Du kommst hier schön an die Kante ran. Oh.
Einmal an die Kante. Einmal an die Kante. Und dich hätten wir gerne dort. Dich setzen wir dahin. Ja, ich habe das Spiel jetzt schon ein bisschen länger laufen. Warten wir eben noch das Autosave. Sieht jetzt so aus, als gehen wir ziemlich genau da hinten in der Ecke aus. Vielleicht setze ich den vorher noch mal so ein bisschen... vielleicht den noch mal nach links weggehen oder so, damit wir auch da drunter vernünftig bauen können. Und dann ist das auf jeden Fall einfacher, Material hin und her zu bringen. Also macht es mir leichter, weil ihr müsst euch das ja dann zum Glück nicht angucken. Da unten läuft ja wenigstens schon mal die komplette Produktion soweit. Von den unseren Hilfssachen, die wir alle so brauchen. Ne, da unten. Der ganze Spaß. Dich nehmen wir, jetzt ziehen wir das hier runter, ohne dass wir die wieder mitnehmen. Sag mal, warum? Also so runter mag das Ding nicht so wirklich. Er macht nichts. Hat natürlich auch wieder was, wenn wir hier die Bahn so mitten durchlaufen lassen. Dahin und den nächsten. Genau, da jetzt anpacken. Ist eine gute Idee. Das war einer zu wenig. Hier wird es langsam echt schwer, da zu sehen, wo das Ende ist und so. Weil farblich kommt das dann alles sehr ineinander. Nein, wir machen jetzt nicht hier jeden ein. Sag mal. Jede einzelne Reihe, immer nur drei Stück. Klack, 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 klack. Mir ist doch bescheuert, drei. Weit ist das nicht mehr runter. Wie machen wir es jetzt am besten? Wir gucken mal, wo wir auskommen. Jetzt gucken wir mal, wo wir auskommen, genau. Da kann man immer noch überlegen, ob wir das ein bisschen verändern oder so lassen oder... Dürften wir immer noch nicht sein, oder? Jetzt reden wir hier von 2 wegen einem Millimeter oder sowas hier. Ja, wegen dem bisschen. Wunderbar. Okay, wir sind hier. Ich habe noch keine Ahnung, welche Apparillos wir hier hinten hinsetzen. Könnte überlegen, also meine Überlegung wäre jetzt quasi hier nochmal 3 Blöcke hoch. Wir brauchen das. Vertikal, genau. Da kriegen wir eigentlich schon eine... Ja, komm, wir machen immer noch ein Stückchen höher. 1, 2.
Machen wir hier auf 6 Stück. Ziehen uns von dort. Den müssen wir jetzt in so haben. Ziehen wir uns den Spaß hier rüber. Und ja, ist dann welche Höhe? Ungefähr hier, okay. Das nehmen wir hier weg. Irgendwie kriegen wir das bestimmt hier hin. Und dort gehen wir hin und sagen. Geht noch. Das kriegen wir noch hin. Hier, komm. Du weg. Du weg. Den da weg. Den da weg. Den da weg. Dann holen wir uns den Schiene von da oben. Warum muss ich eigentlich mittlerweile bei diesem einen Song immer so ein bisschen an Top Gun denken? Highway to the Danger Zone. Danger Zone. Ja, sprechen nichts gut. Nichts können gut. So. Dahin. Du komm mit. Hierhin. Komm da dran. So. Okay. Wo geht's dorthin? Ja, nicht da runterfallen. Runterfallen, doof. Dich jetzt mal bis hier hin. Und dich auch. Bis hier hin. Dann gehen wir hier rüber und versuchen das auszugleichen. Höhentechnisch. Das, warte mal. Das würde ja. Also letztendlich von der Höhe her.
ist genau einer mehr. Das machen wir auch. Das heißt, wir reißen dich ab. Setzen dich oben drauf. Schnappen uns hier von einen. Setzen den da oben drauf. Ziehen den ruhig hier rüber. Bis ungefähr hier hin. Gehen dann damit. Hier rüber. Dann haben wir das. Können das wegnehmen. Perfekt. Kriegen wir dich? Wo kriegen wir dich denn vernünftig gerade hin? Da nicht, aber dort. Okay. Das wäre das. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Jetzt wäre mein Vorschlag quasi. Auf dieser Fläche den Bahnhof hinzusetzen. Dafür, dass ich die ganze Zeit sage, das ist alles nur temporär, geht das gerade sehr schön permanent. Macht nichts. Gehen wir trotzdem hin. Wir müssen sowieso dann nach hinten noch ein bisschen erweitern. Was sage ich denn? Unsere Zeit. Unsere Zeit sagt, geht alles noch. Wunderbar. Wir möchten hier so raus. Ich möchte den Bahnhof gerne. Drei Stück zurückgesetzt haben. Das wäre. So, hier passt's. Eins. Zwei. Hier, genau. Drei. Jetzt schnappen wir uns die Schiene und hoffen, dass wir die halbwegs schön hier dran fliegen. Ah, ist etwas größer, großzügiger Boden. Langsam sprechen und noch nachdenken. Etwas schönerer Bogen, größerer Bogen, als ich gedacht habe. So, macht nichts. Jetzt habe ich mir gedacht, weil wir sowieso fünf Teile haben, hier Eumelze, noch mehr Eumelze. Weiter. Oh, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier mir nicht damit in die Quere komme. Aber. Sag mal. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt schnappen wir uns. Acht Plattformen. Mache ich die Ausgänge auf dieser oder auf der anderen Seite? Andere Seite, dann kann ich unten die Container hinsetzen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und hier hätten wir die 5. Sehr gut. Eigentlich wäre es besser, wenn ich die beiden hier nochmal wegnehme. Ah, es muss genau einen noch darüber. Ach nichts, setzen wir da drauf und dann hier. Nee, das gefällt mir nicht.
Da gefällt mir doch die Variante besser. Das ist erstmal egal, wie das aussieht. So. Kriegen wir die Schiene. Schön gebogen hier rum. Ne, das machst du nicht. Okay. Das sieht gut aus. Wie sieht das hier aus? Das geht hier exakt dran vorbei. Wunderbar. Also ziehen wir dich darüber. Ich muss maximal hier ran, genau. Und wir schnappen uns die Schiene da vorne. Müssen die aber nochmal... Genau, einen Schluck trinken ist auch immer gut. So. Gehen wir dich da hinten dran? Nein. Kurve in der Kurve, genau. Vor allem auf der Kurve. In der Kurve ist gar nicht mal schlecht. Ja, macht hier nochmal so einen komischen Schlenker, aber egal. Damit haben wir unseren Bahnhof hier unten. Das heißt aber auch, wie nennen wir den denn? Der heißt... Material 2. Nee, das ist dieses. Nee, 2 passt schon. Nehmen wir uns einen Fahrplan. Wir haben unseren guten Kaboom. Fahrplan bearbeiten. Da kommt jetzt noch der Material 2 da rein. Ja, komm her. So. Will ich den noch bei Kaboom inbound halten lassen. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Das ist jetzt eine echt doofe Frage, weil eigentlich im Moment brauche ich ihn dort nicht. Wenn ich den eigentlich auch bei Venray werde ich den auch nicht richtig halten lassen. Ne? Aber wir nehmen erstmal Kaboom rein. Änderung speichern. Autopilot starten. Nächster Bahnhof Venray. Scheiße, ich habe den so abgestellt, dass er das sogar kann. Oder der hält da jetzt und da ist ein Signal und der hat keine Ahnung, wie er da hinkommen soll. Okay. Wir müssen ja sowieso noch Signale setzen. Alles gut. Nicht so clever, auch Signale mit reinzunehmen. Haben wir ein Blocksignal?
Wir haben da ein Blocksignal. Damit ist der Bahnhof schon mal ein Block. So, jetzt geht das da hoch. Da oben brauchen wir definitiv nichts machen. Der fährt nicht, okay. Der hat wahrscheinlich gerade irgendein ungültiges Signal und weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Ah, siehst du, da vorne ist nämlich kaputt. So, ich würde aber sagen, wir machen hier schon mal eins hin, weil die Brücke hier und da machen wir auch eins hin. Okay, da ist ein anderer Zug. So, und da hätte ich gerne ein Fahrtsignal. Ein Fahrtsignal in diese Richtung. Würde hier ein Fahrtsignal Sinn machen? Schön, dass du jetzt abhaust. Ach scheiße, der bringt jetzt den ganzen... Das ist ungünstig, was der jetzt macht. Das ist ein bisschen schade. Ich kann nicht hingehen und dem Zug sagen, den ich jetzt hier habe, weil ne, ich komme ja von hier aus wunderbar an diesen Zug ran und ich kann ihm nicht sagen, überspringen, dann gehen wir mal zu dem hier, oder? Das Einzige, was ich ihm sagen kann, hier ausschalten, arbeiten... Rausnehmen, Änderung speichern, anschalten. Jetzt fährt er dahin. Wenn ich jetzt sage, Fahrplan bearbeiten und füge den hinzu. Okay, jetzt hält er da hinten zumindest nicht an. Das ist schon mal gut. Weil das möchte ich gerade nicht. Wenn ich nämlich... Der würde mir jetzt von da aus... Wo sind wir denn? Genau, da. Der wird mir nämlich jetzt von da aus den ganzen anderen Kladderadatsch mitbringen, den ich gar nicht mehr hier haben will. Ja. Ich gucke mir jetzt nur eben an, ob der hier durchfährt. Weil das hoffe ich. Nicht anhalten. Danke. Gut, dann kommt der jetzt hier runter, fährt da unten hin und ich kann hier unten mit meinem Material Shoot schön alles Material hin und her bringen. Und ich brauche nicht mehr ewig laufen. Ich habe eine Aufgabe fürs Wochenende gefunden. Ich brauche noch ein Blocksignal, das muss definitiv noch hier hin, weil, dann machen wir es hier hin. Ne, das machen wir da hin. So. Dann müsste alles passen, weil dann kann der schön dahin, der kann hier dran vorbei. Könnte man ihn eigentlich von hier aus noch... so nah an einer anderen Weiche. So nah an einer anderen Weiche. Bahnstrecke ist zu scharf. Kurve. Okay, um meine Frage zu beantworten, nein, kann ich nicht. Wunderbar. Aber der Zug kommt jetzt von da oben runter.
Ich will nur sehen, dass er hier drüber fährt, dann ist alles gut. Ich ist jetzt eigentlich. Ach, das ist Kaboom. Ich gucke die ganze Zeit auf Hamburg Hauptbahnhof. So, wunderbar. Ja. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen weg, großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.